mal kleine Sekunden abwesend, weil ich auch nur vom, ne, nicht hier oben abwesend, sondern abwesend, weil ich dann halt mit der MVP-Wahl wieder meine Listen durchgehe und die Namen und Nummern aufschreibe. Oder wenn sie aus dem Chat kommen, das ist natürlich für mich immer einfacher, schreibt dann immer gerne Trikotnummer, Vor- und Nachname und das Team. Das wäre perfekt. Genau. So, hier jetzt aber nochmal wirklich ein richtig ernsthaftes Danke an die Regie. Ich bin schon wieder verliebt in die Kameraeinstellung. Sieht sehr cool aus. Jetzt starten wir hier mit dem ersten Hochball am Finaltag der deutschen Beachhandballmeisterschaften. Beach Unicorns gegen die Minga Turtles. Auf geht's. Da sind sie aber beide mal zum Start ein bisschen nebenher gesprungen. Mit dem besseren Ende für die Unicorns aus Hannover. Beachhandball, ja. Schöner Pass an den Kreis. Da sieht man, da hat man die letzten Spiele jetzt immer häufiger gesehen, dass die mehr Camper über der Kreisposition spielen, über den Tiefen. Haben das aber auch in vielen Mannschaften taktisch klug, dass sie da echt große Mädels am Kreis stehen haben, die da. Armer Sahne gehabt. Auf jeden Fall. Gerade nochmal eben so in einer Hand gekriegt. Damals auch wieder der schnelle Wechsel. Kam die Abwehr passend hinten nicht schnell genug rein, weil der Angriff vorne nicht runterkam. Ein schneller Pass und. Würdiger Start. Aber auch ich bin auch noch so ein bisschen an diesem Camper eben, auch das jetzt war wieder schön gemacht, aber der Camper, wie sie den da sich durchgesetzt hat in der Luft. Nur mit einem Finger runtergekitzelt. Genau, mit einem Finger runtergekitzelt und glaube ich auch von hinten noch eine Hand am Arm. Schön gemacht. Ja, offener Schlagabtausch. Voll. Da gleiches Spiel auf der anderen Seite, schneller Pass rüber. Das, ich meine, sieht man jetzt hier, ist ein Halbfinale. Die Mädels sind taktisch echt gut aufgestellt. Die schenken sich auf jeden Fall nichts. Das geht auf jeden Fall, glaube ich, jetzt echt gut Schlag auf Schlag. Genau, warum waren das jetzt zwei Punkte? Gerne Ausrufezeichen Punkte in den Chat. Genau, da könnt ihr immer wieder nachlesen. Ich glaube, es gibt auch noch Ausrufezeichen Spielregeln. Da gibt es dann ein bisschen mehr Infos zu einem drum und dran. Genau, aber als die Shooterin. Kurze Erklärung kann man ja sagen, dass die quasi jetzt bei den Turtles, ja, mit dem dunklen Trikot, mit dem schwarzen, sowie bei den Unicorns mit den roten Trikots und die Shooterin bzw. Spezialistin, wenn die ein Tor machen, einfach das Tor zählt doppelt. Bei den normalen Feldspielern, bei den Unicorns in blau und bei den Turtles in grün, wenn die jetzt, so wie hier, Camper, wenn der jetzt reingegangen wäre, wären auch zwei Punkte gewesen. Oder halt der 360 zählt dann auch zwei Punkte. Aber andere, ganz andere Regeln als in der Halle. Aber dafür wesentlich schneller und mit reichlich Spannung. Ja, jetzt hier der gehaltene Ball ist uns ausgefallen. Oh, schöner No-Look-Pass. Hatte die Abwehr nicht auf dem Schirm. Wo ist denn hier die Maus? Und damit haben wir einen 6:8. Das wird echt viel über den. Oh, schön. Geht noch kurz. Ich weiß nicht, ob sie die Linie berührt hat oder die Spielerin. Ich glaube eher, dass sie noch am Arm irgendwo mit dran war, sonst hätte der Schiri keine Ermahnung gegeben. Kasper, ja, du musst auf jeden Fall aufwachen, ey. Du musstest eigentlich schon vor 2 Minuten aufgewacht sein. Daneben? Daneben. Er ging mal so einen halben Meter. Da sieht man es nochmal in der Wiederholung. Ja, war sie zum Arm mit dran. Berührt den Arm da schön. Kann natürlich auch ganz schön böse enden. Wenn du aus dem 360 kommst und dann dir nochmal jemand in den Arm greift. Schöner Block. Auch wenn es nicht beabsichtigt war, glaube ich. Aber da kann man auch mal in den Ball reinlaufen. Genau, tatsächlich ist dieses bei der Pirouette reingreifen, reinstellen. Klatsch. Ergebnis zählt, ne? Ja. Genau, dieses schön wieder starke, aber auch starke Torhüterleistung von den Turtles gerade. Voll. Das genau, also habt ihr bei dem Ball gerade drauf geachtet, ne? Sie rennt in den Ball rein. Der Ball wäre vorbeigegangen. Der wäre vorbeigegangen ins Tor. Der wäre an ihr vorbeigegangen neben das Tor und dadurch, dass sie abgeschossen wird, wäre der noch ins Tor gegangen, wenn die Torhüterin nicht gelaufen wäre. Ich zeige euch die Szene gleich nochmal. Okay, das wäre dann natürlich nochmal.
Genau. Okay, wir nehmen das Tor, klack. Oh, yo. Oh, oh wow. Ja, schon doppeltes. Auf der Flucht erschossen, auf jeden Fall. Man rennt mal einfach mal einmal rein. Ja, da kann man auch noch sagen, früh am Morgen. Vielleicht die Augen noch nicht ganz auf. Nee, genau, aber gut, dass sie dir dann nicht irgendwie ins Gesicht bekommen hat oder so. Genau, was ich eben noch sagen wollte. Also, das ist das Einzige, wo hier man, glaube ich, echt sauer wird, wenn bei in der Pirouette dann wirklich reingegriffen wird, sich reingestellt wird, weil das einfach super böse enden kann. Null. Man da irgendwie null noch den Sprung beeinflussen kann, keine Koordination. Ja, sag mal, du hast voller Körperspannung, ja, auch wenn dir dann nochmal einer in den Arm greift. Du bist halt im vollen Schwung und willst eigentlich durchziehen. Das tut schon mal richtig weh. Das war eine kleine Lücke gefunden. Sag mal, kurz geht immer. Echt? Immer. Wo hast du das gelernt? Beim 10-10. Ich kann mich einfach nicht so weit drehen, darum bleiben wir nur kurz über. Und auch die Abwehr wieder. Die haben schön zusammengestellt. So vorher ist die Shooterin da zwei, dreimal durch. Jetzt haben sie aber schön die Lücke zugemacht, dass er da halt nicht durchkommt. Und immer wieder über Camper, also. Ja, auch immer wieder der Shooterin auf links. Halt schade, weil er nicht reingegangen ist. Okay, hier dann mal die offensive Abwehr, kurz aggressiv raus. Ja, ist er noch drin. Aber man sieht es auch hier auf der Außenposition der 33 bei den Turtles, die Lucy Kretschmer, die hat gestern so viel geblockt aus der Pirouette. Ich denke mal, dass die Unicorns deswegen auch viel über Camper hier spielen. Auf jeden Fall, ja. Da ist wieder schön, also die lange Ecke zugemacht. Torhüterin geht in die kurze Ecke. Schon eine passende, sehr gute Abstimmung bei den beiden da. Hier kurz am Chat. Cut geht immer. Das ist ja wie im Beachvolleyball. Ich glaube, das ist aus dem Beachvolleyball, weil ehrlicherweise ist ja ein Cut im Beachhandball bekannt. Mm-mm. Dann, genau, haben wir mal kurz den Querverweis gezogen. Aber ja, klingt ähnlich. Wir hatten auch Lucy gestern im After-Talk mal und da meinte sie auch so, ja, auch an Ultra 4 einfach mit den Fingerspitzen dran. Wenn sie die heute dann wirklich alle noch wegnimmt, dann wird das da richtig dunkel auf der Seite. Deshalb erkennt da hat die Abwehr mitgedacht, ne? Richtig gut mitgedacht, ja. So, schon rausgespielt. Im Zeitspiel. Abwehr mal einmal kurz einen Meter raus. Passend aufgepasst. Ja, nochmal gesagt. Passend aufgepasst. Wieder nochmal an den Chat, falls ihr Vorschläge für die MVP habt. Beste Spielerin des Spiels. Ruhig reinschreiben. Ihr habt nachher da wieder der Block. Ja, können wir hier wieder die Block-Emotes haben. Also da fällt mir nichts anderes mehr zu ein. Auch Dibble inne. Weißt du, wirklich passendes Timing. Also bist du schon mal zum Block reingesprungen? Hast du das gesehen hier? Ja. Was willst du machen? Vor allem fliegen wir ja noch zwei, aber das Timing stimmt einfach super gut, komplett. Ey. Sorry, ob ich schon mal zum Block gesprungen bin. Ja, ich bin immer froh, wenn ich mir nichts breche dabei, weil du musst ja so ein bisschen nach hinten springen. Ja, genau. Und dann deine Arme noch davor bekommen. Und dann fällst du auch auf die Seite. Das finde ich tatsächlich immer richtig böse. Ja, das ist ja das Schöne. Man landet ja eigentlich generell fast immer weich. Sei denn wirklich, du springst dann in die Gegnerin mit rein. Ja, und auch also das 10. Mal auf dem Sand ist dann irgendwann schon auch so Rücken, Nacken. Aber gut, ich glaube, die Mädels lernen das vielleicht sogar auch so ein bisschen fallen. Wir haben einen MVP-Vorschlag. Okay. Paula Reibs. Können wir ein Team dazu haben? Ja, das kriegen wir hin. Da kann ich alles so gucken. Du bist so motiviert. Da haben wir sie. Bei den Minga Turtles. Jo, und schön gemacht. Ah, jetzt muss ich wieder reden, weil du nicht kannst. Nein, ich bin durch. Ich habe jetzt aufgeschrieben. Aber ich möchte das mit der Handschrift bestätigen. Sieht sehr gut aus. Ja. Keine Einwände. Läuft jetzt hier auch viel über die 18 von den... Aber ist doch eine 16-14, 2 Minuten. Knappe Kiste. Auf jeden Fall. Da haben wir sie. Paula Reibs. Gerade am Ball mit der Nummer 9. Hat sie gut gemacht. Da auch die hinaus. Nicht? Die Hinausstellung? Glaub schon, oder? Ne, ich hab.
muss jetzt übrigens auch kurz ein bisschen mimimin. Seht ihr diese beiden Mückenstiche in meinem Gesicht? Die Jungs waren die ganze Zeit am Weinen, dass sie so arg zerstochen werden. Und ich hatte ja lang an und dann gestern Abend auch ein langes Oberteil. Und war so, nö, alles gar kein Problem. Ja, bis die Mücken das Gesicht gefunden haben, ey, mega nervig. Aber gut, alles für den Sport. Aber dieses gemütliche Kaltgetränk in der Dunkelheit oder in der Dämmerung wurde echt von den Mücken etwas zerstört. Komplett. Die Möllmann, 18. Und jetzt noch eine Fliege, naja. Und Lucy Kretschmer hat sich auch gerade wirklich einfach nochmal empfohlen. Aber auch jetzt auf der Gegenseite ein schöner Block. Auch ein schöner Block, ja. Wir haben jetzt noch eine Minute. 4-4 für die Turtles. Bin gespannt, ob sie jetzt vielleicht auch auf nur einer gehen werden. Oder ob sie sagen, wir machen doch noch einen Doppelten. Ja, da ist der einer. Und auch gut gemacht. Ja, ja, jetzt wird's. Müsste alles passen. Schnelles Tor. Ja. Genau, Idee war eigentlich ganz gut. Sie kam da auch gut mit Schwung, so der kann schon mal reingehen. Ja, die hätten den schnellen Abschluss jetzt gebraucht, um da nochmal wirklich nochmal ranzukommen. Ich gönne es natürlich beiden Mannschaften unfassbar, aber da ich mich ja dann vorhin nochmal auf die Turtles ein bisschen festgelegt habe, freue ich mich natürlich umso mehr, dass der erste Satz hier wirklich ganz gut aussieht. Macht Georg Wolf den Schiri, nur weil er blond ist. aber finde ich einen schönen Vergleich. Vielleicht hat er irgendwann mal Bock. Bisschen was Neues. Ich schaue auch Beachhandball zum ersten Mal. Ja, mit dem Drehen. Es gibt halt zwei Punkte. Mehr Speed würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Hat ein spektakulärer Wurf und dadurch dann mehr Punkte im Spiel. Aber ja, auf jeden Fall schwerer zu beherrschen, der Wurf. Du hast es eben gesagt, so, du kommst dann nur bis kurz. Fällt schon mal die eine Hälfte vom Tor weg. Ich komme. Ja, ich habe es auch schon gesehen, dass dann auf einmal, anstatt zum Tor zu werfen, in die Auslinie geworfen wurde. Herzlichen Gruß an Lars Fischer. Ich erinnere da nur an Sassenberg. Oh, Sassenberg, gutes Turnier. Ja. So, und hier, 19-16. Solide. Erster Satz an die Turtles. Jetzt hören wir mal kurz rein. Ja. Bin mal gespannt, was sie sagen. Den Fake Sugar jetzt spielen. Und das ist eine starke Abwehr wirklich. Ja, also die Abwehr war mega. Genauso weiter vorne wie einfach genau wieder unsere Sachen. Vorne müssen wir unsere Sachen spielen, richtig. Und zwar ganz in Ruhe. Versucht es auszuspielen, am Anfang nochmal Gas geben, dass wir gucken, dass wir da vielleicht ein paar Punkte vorwarten. Ja, wir müssen die am Anfang die Hey, Leute, wir müssen in der Abwehr vorne schauen. Anni, wenn du auf links stehst, Jule auf der Mitte. Du, also wenn sie zu dritt spielt mit dem Fake-Shooter, dann auf meiner Seite habe ich den Shooter. Ja, ja? Und ich muss und du musst drüber zwei. Und du hast die zwei. Und du gehst immer, egal was passiert, immer mit dem Block. Ja. Okay, ja. Alle anderen Pässe, die danach gespielt werden, wenn sie die überhaupt spielen, die habe ich. Okay? Ja. Okay? Ja. Immer volle Kante auf den Block. Beim Wechsel aufpassen, ne? schneller raus. Ihr müsst schnell raus und schnell rein. Haben wir gerade ein bisschen verpennt gehabt fast? Ja. Ich gehe jetzt als erstes vorne rein, schnell raus. Ja, genau. Am Anfang wieder Tempo. Hey, das ist Umgang. Am Anfang hat total gut funktioniert. Hat gut funktioniert. Auch weiter die erste Chance, Paula, sucht ihr. Wir haben jetzt vorne Chancen vergeben, haben die Halbzeit mit 5 gewonnen. Ja, komm mal. Komm mal. Komm mal. Sag mal, wie ist die Halbzeit ausgegangen? Wie ist die Halbzeit aus? 19-16 für die Turtles. Wir haben die Halbzeit mit 5 gewonnen. Nochmal kurz 2 Punkte drauf gemacht. Aber ist in Ordnung. Darf in den Köpfen sein. Immer. Jetzt haben wir noch Lars Flücken hier als Trainer oder was? Gut. Wir matchen die Sportarten einfach mal. Vielleicht können wir das als gemeinschaftliches Event irgendwann mal. Na, mit dem Hut kann das nur Lars sein. Ich glaube, das ist ein ganz einfaches Rennen. Vielleicht, ja. Ja, aber dann ein guter Mann, würde ich sagen. Sehr talentiert, Allrounder. Läuft bei ihm. Starten wir in den zweiten Satz der ersten Halbfinalbegegnung am Sonntagmorgen bei den deutschen Beachhandballmeisterschaften. Boah, stark durchgesetzt.
Das war doch die Shooterin. Das ist. Ja, da wurde mal einmal, haben wir auch schon ein, zwei Mal gesehen, dass das so ein bisschen Abstimmung nicht passte. Dir nicht. Eigentlich dürfte es nicht passieren, aber. Ich dachte erst, warum geht sie auf den Einer bei der Shooterin, ey. Gestern auch einmal bei den Kalpis gesehen, dass da auf einmal kein Torwart im Tor war. War halt so ein kleines Kommunikationsproblem. Da sieht man dann mal, dass immer auch mal so ein kleiner Fehler passieren kann. Ja, ist ja nichts passiert. Haben wir auch schon jetzt oft genug gesehen. Rübenkraut hier, deinen Einsatz finde ich überragend. Extra für aufgestanden, um sich das hier mal anzuschauen. Genau, und dann haben die Turtles jetzt schon die Chance da. Oh. Auch stark gehalten. Also gefühlt war der aber Pass wahnsinnig hoch angesetzt und Kemper dann fliegt sie da rein. Ich wollte gerade sagen, das passt aber auch perfekt. Also ja, die Frauen haben andere Bälle als Männer. Ist halt eine Nummer kleiner, quasi auch wie eine Halle. Und die Frauen auch einen etwas kleineren Ball als bei den Männern. Ja. Oh, ein Stürmerfoul. Nee, kein Harz, weil, Harz und Sand. Schön, wie er mit diesem breiten Grinsen da steht. Ja. Nee, Mädels, zurück. Ja, komm, ich lass dich nur kurz springen, ich pfeife jetzt. Ja. Gut gemacht. War genau perfekt getimed, also. Ja, das war schön. Aber Spielerin lacht auch. Verstehen. Ja, die schränkt auf jeden Fall mit auf. Hat mir jetzt ja gerade sehr gut gefallen. Von den Unicorns, die Torhüterin, die hat jetzt auch schon echt viel ja. Ich dachte gerade so, wen meinst du? Es waren gerade viele beteiligt, aber es akzeptiert, würde ich durchwinken. Hier ist gar nichts am Ball. Der Ball ist so ein bisschen gummiartiger, mega griffig und vor allem deutlich platter. Also da braucht man eigentlich nichts, den hat man ganz gut in der Hand. Ja, das mit dem Seitenwechsel wird auch taktisch gespielt quasi. Manchmal hast du auch einen Dreierwechsel, dass die drei Abwehrspieler runtergehen und vorne drei drauf. Oder du spielst mit dem Läufer. Das war von Mannschaft zu Mannschaft echt unterschiedlich. Gab es hier gerade Ärger auf der Bank? Nee, inwiefern? Das war glaube ich, eher organisatorisch am Kampfgericht. Oder das ist da auch in der Ecke. Jetzt bräuchten wir so Shiri-Mic'd ab. Obwohl, das will man nicht, ne? Die Pfeife immer auf den Ohren. Ja, das ist zu laut, ey. Nachher Tinnitus. Ja, die Schiri sind souverän. Voll. Sind auch auf international auf den Turnieren unterwegs, die beiden. Pfeifen echt einen guten Streifen. Aber sowieso generell alle Schiris hier. Die haben die schon auch die guten. Für so eine deutsche Meisterschaft die besten, die man kriegen kann. Alles hier nur das Beste. Auf jeden Fall. So, wir sind. Die Turtles haben ja es eben in ihrer Auszeit schon angesprochen. So, sie hatten eigentlich auch mehr Chancen, als sie reingemacht haben. Das würde ich für die Unicorns jetzt auch einfach mal so sehen. Oh. Wow, eine riesen Lücke gezogen. Ja, voll. Ein, zwei Wechsel und. Ich musste es einfach auch mal sagen. Die Schiri soll mal MVP werden. Warum kann man die Schiris in dem Outfit wirklich nicht ernst nehmen? Sag mal, die haben halt ein gelbes Shirt an, eine Sonnenbrille auf. Also klassische Schiedsrichter. Ich sehe da jetzt den Grund nicht. Ich find's auch schick. Ich mag das Gelb tatsächlich auch echt gerne. Haben die, sind die immer in Gelb? Nee, die haben, die haben 5 oder 6 verschiedene Trikots, glaube ich. Gucken ja dann auch immer, ne? Muss ja dann immer 4 Farben ausweichen. Sag mal, jede Mannschaft hat ja immer einmal die Shooterin und die normalen Feldspieler. Das sind ja schon automatisch 4 Farben und dann brauchen die Schiris nochmal was Passendes, was sich so ein bisschen abhebt. Habe ich gestern irgendwie den Trainerteam diskutieren gehört, weil sie sich sehr unsicher waren, wer denn jetzt wie spielt. Und dann gab es deutliche Verwirrungen. Aber das Spiel hat offensichtlich stattgefunden, also konnten sie es klären. Könnten wir uns selbst noch mal einmal vorstellen? Klar können wir das tun. Ich bin Christian Mühlenkamp oder werde auch immer nur Mühli genannt, mit H bitte, M-Ü-H-L-I. Müdi kann man ihm wirklich unterstellen. Ich habe es jetzt diverse Male versucht. Keine Chance. Nee. Und spiele selber bei den 12 Monkeys sonst. Und ja.
Neben mir sitzt die Joana, vielleicht sagt sie selber auch noch ein paar Worte. Ja, kann ich machen. Ja, können wir mal machen. Genau, ich bin Joana. Ich habe auch immer mal so ein bisschen im Sand gezockt mit dem Beach Queens OWL. Mal mehr Turniere, mal weniger Turniere. Und ja, das ist eigentlich so der relevante Teil, oder? Da hat sie Stürmerfoul. Aber das sah von hier nicht aus wie ein Stürmerfoul. Aber solltet ihr an unserer... Das ist schwer zu pfeifen. Die eine Abwehrspielerin steht. Die zweite ist aber voll in Bewegung und gibt da auch der Angreiferin noch einen mit. Solltet ihr an unserer Vita etwas auszusetzen haben, wir haben hier nachher auch noch ein bisschen andere Lebensläufe, die uns hier unterstützen. Also keine Sorge. Ne? Ja, wir haben noch ein paar Leute gleich hier, die mit uns hier oben sitzen. Und das mit uns kommentieren. Einige habt ihr gestern schon gesehen, vielleicht auch nochmal ein, zwei neue Gesichter. Genau, und es kam jetzt zweimal, wie sich die Bonbons geschlagen haben. Die sind ja als Nachrücker ins Turnier geruscht und haben sich richtig gut geschlagen, hatten echt ein paar Highlights dabei, ein paar gute Spiele, sind dann gestern im Viertelfinale ausgeschieden. Haben aber in diesem Spiel die MVP gestellt und waren echt, hatten noch richtig gute Laune. Die Mädels haben mir richtig gut gefallen. Das auf jeden Fall, ja. Hab's heute Morgen noch gestern Abend noch einmal kurz getroffen. Die waren begeisterter, die waren auch, dass sie nachnominiert wurden, haben sich auch tierisch darüber gefreut. Ja, der zweite Satz wird etwas deutlicher jetzt. 14-4. Nochmal wieder ein schöner Block, aber ich glaube, da hat sie die Linie berührt. Das gibt einen kurzen. Spielen wir auch selber in der Halle, wurde vorhin einmal gefragt. Ich noch, ja. Noch? Du auch? Was heißt denn noch? Ja, hast aktuell bin ich ja, habe ich ja mein Knie kaputt, darum spiele ich aktuell nicht, aber sonst spiele ich auch noch in der Halle, ja. Ja, ich auch. In Köln beim HSV Bocklemünd spiele ich gerade. Seit so 2 Jahren, glaube ich jetzt. Wobei ein Jahr war ja viel online. Deshalb. Aber doch, ich habe die Halle schon noch ein paar Mal von innen gesehen. Das Spiel geht 2x10 Minuten. Und beim Beachhandball ist es etwas anders. Wenn jede Mannschaft einen Satz gewinnt, ist auch egal, wie viele Tore insgesamt im Satz fallen, wird quasi in dem Sinne eine dritte Halbzeit gespielt. Da kommt das Shootout. Wo spielt Mühli in der Halle? Kommt mir bekannt vor. Beim Schwarz-Weiß-Havixbeck. Nähe Münster. Wie heißt das? Schwarz-Weiß-Havixbeck. Havixbeck. Genau, ja. Okay, wow. Schwarz-Weiß, wie kommt man darauf? Das habe ich noch nie gehört. Rot-Weiß, naja, okay, kannst du halt Schwarz-Weiß dieses, machen, ne? Ja. MVP-Frage, Umfrage ist am Start für euch. Okay, da haben wir die MVP-Umfrage. Haut in die Tasten. Was ich eben noch sagen wollte, die Zeit oben läuft übrigens runter, also kann man das hier ganz gut nachvollziehen. Oh, jetzt auch eine hervorragende Parade bei den Unicorns. Sehr gut, ihr stimmt fleißig ab, haut in den Chat, sehr, sehr gut. Aber beim Beachhandball ist es immer 2x10. In der Halle kommt es darauf an, welche Altersklasse. Bei den Senioren ist es 2x30, bei den Junioren teilweise noch 2x25 oder 2x20. Wie gesagt, je nach Altersklasse. Aber sind schon andere Regeln als in der Halle. Ja. Allein schon in der Halle ist ja, wir hatten es eben, dass hier mehr oder minder kontaktfrei ist. Zumindest darf man sich halt lange nicht so berührend festmachen wie in der Halle. Auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Wieder eine starke Parade. Ja. Auch hin und wieder, wenn man schön. Wenn man dann doch auch mal Mannschaften hat, die einfach so ein Turnier zocken aus Spaß, weil sie aus der Halle kommen, irgendwie Saisonabschluss oder so, dann merkt man das dann doch immer ganz gut, dass die halt erstmal so mit ihrer Hallenabwehr reingehen und das dann im Sand konsequent rausgepfiffen wird. Oh. Ah, da war sie auch noch mit dem Block dran, ne? Auch noch wieder dieses an den Fingerspitzen einmal drüber her. Voll. Das ist halt ärgerlich. Aber es ist genauso wie in der Halle, wenn du einen Tempo-Gegenschuss Pass kriegst und der Torwart sagt, der war noch ganz knapp über den Finger. Ja. Das sind halt die schönsten Dinger. Ein bisschen zum Ärgern auch noch. Der war bisschen sportlich. Ja, sportlich.
Oh, er hat eigentlich die Kreislaufrate schön in die Sperre reingelaufen. Hätte man auch nutzen können. Aber gut, so bauen sie es auf, haben ja auch Zeit. Liegen jetzt wirklich deutlich vorne. Oh, jetzt die Chancenauswertung. Gibt eben einen Unterschied zwischen Beachhandball und Handball auf dem Sand. Ach so, ja, es gibt halt so Fun-Turniere, wo halt quasi Handball auf Sand gespielt wird, aber nach Hallenregeln mehr oder minder. Ja, da gibt es ja auch die Rasenturniere. Ja, genau. Dann statt Rasen halt Sand. Das ist das, was ich meine. Also ich glaube, wenn da halt Mannschaften aus der Halle kommen, einfach mal Bock haben auf ein cooles Turnier, weil das Feeling einfach überragend ist, dann müssen die sich schon kurz eingewöhnen, um von Hallenhandball zu Beachhandball auch am Sand richtig zu switchen. Ja, das ist halt auch mit, du hast halt wesentlich weniger Kontakt als beim Hallenhandball. Genau, so das halt Wechseln. Genau, das Wechseln. Du hast halt hier eine komplette Auswechselseite und nicht nur einen Auswechselraum. Und der Torhüter darf hinten halt runtergehen. Dafür kommt die Shooterin oder die Spezialistin rein. Ja. Und man darf die ganze Abwehr runternehmen und den ganzen Angriff draufpacken. Aber es ist schon ganz anders. Und wenn du dann anfängst, mit drei Leuten durchzulaufen. Camperpässe sind hier aber auch überragend gerade. Wenn du anfängst, mit drei Leuten durchzulaufen und gar nicht so seitlich wechselst, sondern immer hin und her, da wirst du halt dann wirklich nur über die Wechsel komplett ausgespielt. Und das ist auch einfach brutal anstrengend. Da ist der Block einmal zu früh reingesprungen, aber hat sie leider nicht im Tor unterbringen können. Ja, in 22-8, der zweite Satz doch etwas deutlicher. Ja, da sieht man es mal einmal schön dran vorbeigesprungen. Oder die Schützin ist angetäuscht zu springen. Da sind wir auch schon in den letzten 40 Sekunden des ersten Halbfinals. Ja, das war jetzt recht eindeutig. Tatsache, das kann man nicht anders sagen. Oh ja, der auch stark. Den ersten verwirft sie auch relativ Mitte Tor, den nächsten nimmt sie sich einfach wieder, macht sie rein. Das ist einfach richtig gut. Ah, zack, da klappt's nochmal. Vorhin wurde der echt oft unterbunden, der Pass. Die Wechsel müssen, ja, wie getimed sein. Ich sag mal, dürfen halt nur drei Feldspielerinnen auf dem Platz sein. Wenn da eine zu viel ist, gibt es einen Wechselfehler und damit auch automatisch eine Hinausstellung. Also es muss schon geguckt werden, dass passend einer runtergeht, damit wieder einer drauf darf. Genießen wir das kurz. Jetzt sieht man, dass da ist ein bisschen mehr Feuer hinter und die freuen sich richtig. Sehr gut. So. Das ist sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wen ihr gewählt habt als MVP, als beste Spielerin. Oh, ich höre es schon. Zweite Runde. Lucy? Mhm. Mindestens, oder? Ja, Wutsch, habe ich gerade schon gehört. Ach so, ja, aber mindestens das zweite Mal, oder? Ja, ich glaube, die stand schon ein paar Mal drin, aber die wurde ja auch in der Halbzeit von ihren Teamkolleginnen da echt hervorgehoben. Bombenspiel, Lucy, weiter so, die Abwehr ist bärenstark. Ja, und wir haben ja gestern, waren wir kurz mal so ein bisschen so, oh, wir haben immer auch ähnliche Spielerinnen als MVP, aber wenn sie einfach saugut spielen, dann ist es so, ne? Ja. Wir haben es auch manchmal, dass sie es in der ersten Halbzeit super sind und dann in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen abbauen. Aber da wir halt nur begrenzte Zeit haben, um auch den MVP oder die beste Spielerin zu wählen, kann es dann auch schon mal vorkommen, dass jemand auf der Liste steht, der in der ersten Halbzeit überragend war. Okay, ich denke, wir haben den Support der Mannschaft. Ja, die Mannschaft hat es ja auch selber gesagt in der Halbzeit, also. Und dann der Chat noch dazu. Oh, danke. Oh. Product Placement. Und hier, jetzt kriegt sie. Ja, Lucy, hi. Zweite Mal habe ich dich hier stehen als MVP. Glückwunsch zum Sieg und auch Glückwunsch zur Wahl. Oh, der Chat hat da echt eindeutig abgestimmt. Ey, und deine Mannschaft steht ja scheinbar auch dahinter. Die haben sich auch sehr gefreut. Ja. Aber man hat es ja in der Halbzeitansprache gehört, bei Lucy, geile Abwehrarbeit, mach weiter so, ist Bombe. Ja, was sagst du generell zum Spiel? Ich bin einfach unglaublich
überrascht und stolz, was wir gerade hier für eine krasse, bombastische Mannschaftsleistung abgeliefert haben. Also ich glaube, als Gegner ist es unglaublich schwer, sich auf uns einzustellen, weil ich habe schon vorhin ein bisschen gelauscht in der gegnerischen Besprechung und die haben gesagt, ja, wollen wir die zustellen? Da habe ich mich gefragt, halt wen? Weil im Angriff spielen wirklich alle eine bombastische Leistung und auch wenn mal ein, zwei daneben gehen, holen wir uns trotzdem wieder hoch, alle gegenseitig. Und wenn es halt einer nicht macht, dann macht es der andere. Und ich glaube, das macht uns in diesem Jahr halt so unberechenbar und halt auch so gut. Ja, und war echt auch hoffentlich im Finale. War echt eine geile Mannschaftsleistung. Ich sag mal, auch eure Keeperin, wenn ihr in der Abwehr da passend standet, die hatte dann nochmal, zack, hat sich den Ball nochmal geholt. Ja. Und vorne im zweiten Durchgang, da passt ja fast alles. Auch von Kemper über die Außen, über den Kreis. War echt überragend. Also ich habe das von uns sowieso noch nie gesehen, weil trainieren tun wir auch nicht. Aber wir sind echt teilweise selbst überrascht von unserer eigenen Leistung, wozu wir in der Lage sind. Das ist unglaublich. Also. Wir hatten uns gestern, glaube ich, im Interview darauf geeinigt, dass ihr von gestern auf heute nochmal 10% drauflegt. Ich glaube, die habt ihr ein bisschen getoppt. Ja, also ich denke, ein paar Prozent sind noch nach oben dann halt fürs Finale, weil da brennt dann halt jeder, wenn wir es so weit geschafft haben, nochmal den letzten Schritt zu gehen. Also glaubst du, sind noch mehr Körner drin? Also ich glaube, im Finalspiel, ich bin zwar echt tot und ich pumpe aus allen Löchern, aber ich glaube, im Finalspiel kann man nochmal alles rausholen, was es gibt. Ja, die Daumen sind gedrückt fürs Finale. Viel Erfolg. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja gleich nochmal wieder. Stehen lassen. Vielen Dank. Ja, bin mal gespannt. Unfassbar sympathisch, oder? Ja. Richtig cool. Drauf. Bin mal gespannt, auf wen sie im Finale treffen werden. Wir haben jetzt die nächste Halbfinalpaarung. Yes. Und ich werde mal einmal den Platz räumen. Ja, ich muss mal kurz. Ich bleibe, oder? Ja, ich bleibe. Danke. Aber wir sehen uns gleich noch wieder. Ehrlich? Bis gleich. Oh, ich freue mich. Ich mimimi dich aus. Nee. Doch, nicht hier, nicht mit mir. Doch. Also bei anderen halt. Ach so, Tatsache, ne? So. Guten Morgen. Morgen. Maske. Sehr gut. Stress, oder ich finde auch mit Maske und Brille ist immer sowas, wo ich nie, also ich